Willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, wie ihr sehen könnt, sieht ja schon wieder alles anders aus. Das liegt daran, weil ich halt das Texturenpack ändert habe. Ist immer noch nicht wieder das von der Honeyball LP, weil die hat es noch nicht geupdatet. Und ja, der Beginn dieser Aufnahme heute war auch wieder grandios. Beziehungsweise die Vorbereitung dafür. Ich habe mich jetzt einmal darum gekümmert, dass die ganzen Monster hier wieder rumspawnen. Fuck. Shit. Fängt ja schon wieder gut an. So. Ruiniere ich mir hier schon wieder meine Welt, aber egal. Ja. So viel zum gelungenen Aufnahmebeginn heute. Und ja. Wir gucken einfach mal, was wir heute draus machen. Wir haben immer noch nicht das Inventar geleert. Das sollten wir vielleicht demnächst mal tun. Aber zuerst hier mal gucken, dass wir die Schäden beheben. Ja, muss da durchschwimmen. So. Nein! Lass mich doch einfach hier durch. Einfach so. Ja, also das ist ja heute schon wieder, ne? Furchtbar. Und diese Scheiß mit den Mobs, dass die spawnen, das hat vielleicht aufgehalten. Du meine Güte. Und im Prinzip, wenn man erstmal an die Ursache gefunden hat, dann ist es so einfach, ehrlich. Aber überhaupt immer zu dieser Lösung zu kommen, das hat jetzt wirklich eine gute halbe Stunde gedauert. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. So, wir haben bestimmt irgendwo Erde in der Truhe. Da können wir auch mal eben den ganzen Rotz ablegen. Und, ja. Für die, die hier dieses Texturenpack haben wollen, das ist das Sfax, Texturenpack. S-P-H-A-X. Googelt einfach selber danach. Ich werde das jetzt nicht unbedingt in die Videobeschreibung posten, außer ich werde dazu gezwungen. Halt, nee, der Pfeil, der kann auch woanders hin. Und ach ja, wir haben ja Laserquarz. Was auch immer wir damit anfangen werden, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht werde ich auch das irgendwo rausfinden. Wo tue ich denn jetzt hier den Laser-Rack hin? Ich mach den mal hier rein. Die Erze tue ich mal hier so mit rein, irgendwo. Hier so. Keine Ahnung. Hier so, da wo man es nicht braucht. Ja, diese Nesa-Ziege haben wir auch noch. Seelensand kann da rein. Da brauchen wir eigentlich auch nicht so viel. Die Nesa-Warzen, die tun wir hier so eine Truhe weiterhin. Ich habe dann auch wieder versucht, hier 300.000 Mods zu installieren, beziehungsweise unsere Enchanting-Mod und ein paar andere Mods. Und das hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Aber so gar nicht. Ne, einfach weil, keine Ahnung. Andere kriegen es hin, ich heute mal nicht. Ich weiß nicht, ob es an der Minecraft-Version liegt, ob ich irgendwas falsch mache, was ich vorher gemacht habe. Ich kann es leider nicht sagen. Hier können wir doch auch mal die Pilze reintun. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben die Zäune, die brauchen wir auch gleich. Zumindest ein paar davon. Die Pflastersteine brauchen wir jetzt gar nicht mal so viel, aber die Erde können wir hier so ein Stückchen mitnehmen. Ne, die Steine waren da drüben. Ah, muss da hin. So. Und ja, es war halt einfach schon wieder so. Boah. Nee, also so manchmal ist hier die ganze Mod-Installation einfach nur Kacke. Aber es lässt sich manchmal nicht verhindern. So, haben wir das? Habe ich denn überhaupt was zu essen? Ja, natürlich habe ich was zu essen. Ah, sehr gut. Ich krieg hier auch schon wieder langsam Hunger. Also zumindest in-game. Noch irgendwas, was wir jetzt gerade dringend brauchen? Zäune. Zum Glück haben wir noch 300.000 Zäune, da können wir die ruhig mal mitnehmen, wenn wir nicht so viel brauchen werden. Und den Glowstone, den wollte ich jetzt auch mal irgendwo hin verlegen. Hier kommen die Fackeln, tun wir mal dahin. Nämlich wollte ich ja, ne, ihr werdet euch vielleicht erinnern, hier so rings um den Verzaubertisch, einmal so ein paar Glowstones verlegen. Vielleicht auch unter dem Verzaubertisch, man weiß ja nicht, obwohl, nee, es bringt nicht so viel, da sparen wir uns lieber den Glowstone. So. Ja, die haben hier inzwischen auch animierte Texturen wegen der Minecraft-Version 1.5 und ja, so sieht das dann halt jetzt aus. Es spendet hier so ein bisschen Licht und sowas. Was wir mit den Glowstone noch so machen werden, ist oben beim Teppich da, wenn wir so links und rechts ein bisschen was davon platzieren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das genau dekorativ machen werde, aber das gucken wir dann. Erstmal muss ich sowieso hier wieder den Zaun platzieren und so und die Erde und oh. Einfach nur Stress heute schon wieder. Stress. So, ich hoffe, das Texturenpack gefällt euch zumindest ein bisschen besser als das bisherige. Das ist ja nicht so gut angekommen.
das mochten ja einige von euch nicht, was ja auch nicht weiter schlimm ist, aber... Ja, das ist halt so, ne? Brötchen wollte ich knabbern. Schönes Semmelbrötchen, nam 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 nam. So, während ich das jetzt umhabe, kann ich mal kurz rüberschielen, was ich denn heute für, Themen habe. Ja, richtige Gaming-Themen habe ich jetzt nicht, außer dass, für Assassin's Creed 4 ist inzwischen jetzt schon ein Nachfolger angekündigt, oder, nein, in Arbeit ist er. Ich muss lesen, was ich geschrieben habe, und, ich hatte da mit dem Westers auch schon drüber gesprochen, denn er meint auch, die vermarkten halt alles einfach zu sehr, ähnlich wie EA, die auch jedes Jahr von irgendeinem Franchise da ein Spiel rauskloppen müssen, wollen, keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass es der Assassin's Creed Marke sozusagen gut tut. Ich denke mal sogar eher im Gegenteil. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass Assassin's Creed 4 noch nicht mal raus ist. Und ich plane schon mal Assassin's Creed 4.5 oder sowas. Keine Ahnung, wie sie es nennen. Ich glaube nicht, dass Assassin's Creed 5 das dann sein wird, aber halt schon so ein kleines Spin-off-Ding. Noch dazu kommt ja für die Handheld-Dinger da Assassin's Creed Rising Phoenix oder sowas. Und, ich war ein Zombie. Ja, das ist es wenigstens gut, dass, dass ich einen Zombie höre. So, mach ich mal kurz hier den restlichen Zaun hier weg. Blöcke. Und hier kommt ja jetzt so nach und nach wieder Teppich rein. Was ist wieder, sondern überhaupt erstmal Teppich rein. Also ich bin voll durch den Wind, durch diese Komplikationen da sozusagen. So, und dann überlege ich gerade, ob ich hier so alle paar Blöcke weit immer so ein Glowstone verlege. Frage ist halt nur immer, in welchen Abständen und was mache ich dazwischen? So, wie weit reicht denn die Leuchtstärke eines Glowstones? Ich glaube 4 Blöcke oder sowas, ne? Zumindest die gute Intensität. 1, 2, 3, 4. Zack, machen wir hier so. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack. Eventuell brauchen wir da nochmal Glowstones aus Nether. Aber das soll eigentlich auch nicht so das Problem sein. 1, 2, 3, 4. Und da wäre dann halt der nächste. Ja, ich glaube, so kann man das dann machen. Ist dann halt nur die Frage, was mache ich dann so hier so am Rande noch so alternativ? Irgendwas Dunkles oder sowas wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber dann beleuchten wir es hier und dann können wir hier diese provisorischen Fackeln da mal entfernen. Sieht jetzt vielleicht mit dem Texturenpaket nicht unbedingt so prickelnd aus hier, dies vom Stil her, aber es ist, naja, man kann es gebrauchen, ne? Es tut seinen Zweck. Soll hier eigentlich nur den mittleren Bereich so ein bisschen ausleuchten, weil hier sonst wieder irgendwelche Endermänner spawnen und sowas und das will ich ja gar nicht. Nee, da bin ich irgendwie so ein bisschen allergisch gegen. So. Weg mit der Fackel und weg mit der Fackel und weg mit dieser Fackel. Oh mein Gott. Ja, jedenfalls Assassin's Creed 4. Ich bin ja an sich schon so ein bisschen gespannt darauf, ne? Auch wenn ich bisher nur den ersten Teil gespielt habe. Aber ich denke, die machen das eigentlich relativ gut da mit dem Piraten-Setting und so, auch wenn es nicht so viel unbedingt da jetzt rausreißen wird. Shit. Ist das jetzt die Behutsamkeit? Ja, gut, dann kann ich die ja verwenden dafür. So, die anderen Glowstones, die tun wir hier mal in diese Kiste, in die Nether-Kiste. So, wir brauchen erstmal Platz im Inventar. Wir wollen hier die 200 pflegen. Ich bin gerade so ein bisschen überlegen, was will ich eigentlich tun? Ich will eine Schere haben. Habe ich keine Schere mehr? Sieht nicht so aus. Shit. Gut, dann werden wir uns eine Schere craften. Da haben wir das Eisen dafür. Und zwei. Nein. Komm, wir machen nur 2 Scheren. Was soll der Geiz? Wir haben es ja. So, und dann werden wir die Schaf auf jeden Fall scheren und so weiter und so fort. Hier so
und da so und zack. Gehen wir wieder raus. Und sagen den Schäfchen Hallo. Einmal, damit wir rote Wolle bekommen und vielleicht tun wir dann so links und rechts zu den Glowstones dann schwarze Wolle. Obwohl, das könnte auch wieder dauern, bis wir da genug schwarze Wolle haben. Komm. Scheren wir hier mal alle ab. Und um mehr schwarze Schafe zu haben, bräuchten wir eigentlich mehr Tintensäcke. Was wir im Moment nicht haben. Aber egal, das wird schon. Und wir sind in unsere roten Schafe hier. Hallöchen. So, hat hier noch irgendwer? Da hinten ist noch ein rotes Schaf. Geh mal durch hier. Zu. Und durch hier. Und zu. Ist ein bisschen anstrengend, hier überall immer durchzugehen. Aber es tut seinen Zweck. Das macht, dass die ganzen Tiere nicht immer so schnell abhauen. Hier ist dunkelgraues Schaf. Hier sind zwei rote. Das ist schön. Also viele schwarze Schafe haben wir gar nicht, ne? Da müssen wir doch mal auf Tintensack-Party gehen, sozusagen. Damit wir die paar Schafe hier noch schwarz färben können. Erstmal hier die rote Wolle verlegen. So. Haben wir den Teppich hier quasi auch bald mal hinüber gemacht. Die schwarze Wolle haben wir hier. Ich glaube, wir haben sogar noch was in der... Dingens, aber ich lege mich immer schlafen. Und dann gehe ich da mal gucken, ob wir die haben oder nicht, die schwarze Wolle. Augenblickchen. Augenblickchen. So, ich weiche hier ständig vom Thema ab, beziehungsweise ich gehe nicht weiter auf ein Thema ein. Ja, was meine ich zu Assassin's Creed 4 Nachfolger? Pff, ja, wenn sie meinen. Ich glaube, das wird sich sowieso irgendwann legen mit Assassin's Creed, weil ist dann einfach too much. Weißt du, irgendwann ist halt auch mal gut. Und, ja. Ich denke nicht, dass es so bald sein wird, aber halt schon so demnächst. Finde ich auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo verständlich. Ne? Ich meine, wenn sie wirklich so viele Spiele raushauen, dass es dann niemand mehr haben will, weil, die Masse ist gesättigt. Dann kann ich das wirklich nur gut nachvollziehen. So. Gehen wir mal hier drüben in unser Gewässer. Mal gucken wir mal, ob wir irgendwelche Tintenfische finden oder sowas. Ja, da hinten sind schon welche. Auf sie! Aua. Hier greift uns ja im Moment keine Piranhas und sowas mehr an. Die sind ja jetzt im Moment alle ausgemacht. Zwangsweise. Gib mir. Way. Auftaufen. Auftaufen ich dich auch auftaufen, ey. Okay. Geschafft. So, jetzt haben wir ein paar Tintensäcke. Ne, die muss ich ja gar nicht mehr dingsen, ne? Ne, ich glaube nicht. Geben wir die jetzt mal drei weißen Schafen oder sowas und dann scheren wir die auch ab. Ich kann ja die Schafe immer bei Gelegenheit auch wieder weiß machen, je nachdem wie ich es brauche. Und das ist wirklich praktisch. Gut, was habe ich denn noch auf meiner Agenda? Einiges eigentlich. Ich habe mir immer so die ganzen Wochen immer so ein paar Themen aufgeschrieben. Es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich diese Liste hier quasi wieder angefangen habe. Und zwar habe ich mal auf der Bild-Zeitung gelesen. Ich lese keine Bild, ich gehe nur dran vorbei und gucke mir an, was so auf der Titelseite steht. Und ja, da hatten sie mal das Thema, bla, deutsche Soldaten im Krieg waren grausam und sowas. Ja, mein Gott, was erwarten denn die Leute? Dass sie da Schach spielen oder was? Ist doch wohl wahr. Also manchmal, so manche Schlagzeilen, da fragst du dich auch, sind die Leute bei der Bild noch so ganz in Ordnung im Kopf und wissen die überhaupt, was die da für Müll produzieren? Weißt du, das stand, glaube ich, so sinngemäß, bla, deutsche Soldaten haben irgendwen getötet, bla, so Zivilisten oder was weiß ich. Waren Deutsche tatsächlich so grausam? Und, ja, wie gesagt, im Krieg ist es halt nicht so, dass man da
Däumchen dreht und wartet, dass alles vorbei ist. Auch wenn das hier inzwischen schon Cyber Wars mehr oder weniger ist.